Hallo liebe MOBA-Freunde, heute stelle ich euch mal den ICE-T vor mit der Baureihenbezeichnung 411 für den siebenteiligen ICE-T und Baureihe 415 für den fünfteiligen ICE-T. Ich habe jetzt den ICE-T der fünfteiligen Variante, also die Baureihe 415, nachgestellt. Dieses Modell ist von Fleischmann hergestellt und dieses Jahr ausgeliefert worden. Es hat eine aktiven Waagekastensteuerung, was bedeutet, so gut wie Neigetechnik, wenn der Zug in die Kurve fährt, dass es sich wie ein Motorradfahrer in die Kurve legen kann. Ich habe das mal getestet und es funktioniert, nur musste ich feststellen, dass an dem Endwagen, wo wir gerade drauf schauen mit der Kamera, dass sich der Wagenkasten nicht wieder zurückgestellt hat auf Ausgangsposition, also nicht so häufig. Da müsste man vielleicht noch mal ein bisschen was machen. Scheint sich irgendwas verhakt zu haben, aber jetzt geht's mittlerweile wieder. Vielleicht war es ja auch einfach nur am Anfang. Vielleicht ist das Ding ein bisschen eingerostet über die Zeit, obwohl es noch gar nicht so lange auf dem Markt ist. Ansonsten hat dieses Modell noch die Soundfunktionen und ist digital. Den ganz einfach, ich bin Digitalfahrer, da hätte es jetzt nicht so viel Sinn gemacht, einen analogen Triebzug zu kaufen. Vom Preis her ist es eigentlich auch relativ stabil, das bedeutet, man braucht schon ein bisschen Geld dafür. Ich selber habe ein paar Monate drauf gespart, um mir zumindest diesen fünfteiligen jetzt zusammenzustellen, was auch völlig reicht, denn ich habe ja schon die Baureihe 412 als Siebenteiler. Mehr passt hier eigentlich auch nicht in meinen Bahnhof rein vom Bahnsteig her. Gut, ich könnte auf 9 Wagen erweitern, aber das macht ja vorbildgerecht jetzt nicht so viel Sinn. Ja, und wollen wir mal ein bisschen auf die Soundfunktion eingehen. Im Moment habe ich die Betriebsgeräusche ein, also der Sound ist eingeschaltet. Danach haben wir noch das Horn kurz. Das liegt auf der F2-Taste. Dann hat dieser Triebzug auch noch den Horn lang. Das liegt auf der F3-Taste. Die Trillerpfeife ist auch dabei auf der F4-Taste. Auf der F5 ist das Kupplungsgeräusch vorhanden. Das heißt, wenn man zum Beispiel zwei 415er oder ein 411 und ein 415 oder zweimal 411 zusammenkuppeln will, dieses Geräusch davon, jeder, der viel Bahn fährt und viel Fernverkehr fährt, kennt das ab und zu. Am meisten bekommt man das am Hauptbahnhof Leipzig mit. Wenn der Zug aus Dresden kommt, fährt er auf eine Baureihe 415, ja, um zusammenzukuppeln und mit dieser Einheit dann weiter nach Wiesbaden zu fahren, wenn er nach Wiesbaden fährt. Erfahrungsgemäß meistens nur irgendwie bis Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Aber dort kriegt man dann das Kuppelgeschehen am besten mit. Dieses Kuppelgeräusch liegt auf der F5-Taste. Auf der F6-Taste ist die Fahrverzögerung, die kann man ein- oder abschalten. Auf der F7 ist das Aktivieren und Deaktivieren des Kurvenquietschen. Ja, das werde ich jetzt einmal aktivieren. Das hört man dann später beim Fahren. Auf der F8 ist das Luftpressergeräusch zu hören. Auf der F9-Taste kann man den Rangiergang ein- oder abschalten, wenn man es braucht. Ich meine, jeder, der einen realistischen Bahnbetrieb nachstellen will, findet diese Funktion eigentlich recht nett. Digitale Eisenbahn, besonders mit Soundfunktionen, es sind halt nette Spielereien. Wer es mag, der mag es. Wenn ich es mag, dann eben nicht. Mir gefällt es, jede Kleinigkeit. Auf der F10-Taste kann man alle Geräusche langsam verstummen lassen. Auf der F11
kann man die elektrische Bremse aktivieren oder deaktivieren. Ich finde es relativ nützlich. Ich selber bin bei der Bahn beschäftigt und fahre natürlich viel ICE als Zugbegleiter. Und deswegen, besonders da, wo ich im Dienst bin, fahren wir viele ICETs und da finde ich natürlich diese Geräusche alle sehr prägend und sie sind immer mal im Hinterkopf, weil du fährst ja täglich mit diesem Triebzug und ich weiß nicht, mir gefällt es einfach. Mir, der T ist neben der Baureihe 401 meine Lieblingsbaureihe. Sie ist gemütlich, man hat alles gut im Überblick in diesem Triebzug und ich kenne mich einfach mittlerweile aus bei dem Zug. Zumindest das, wo ich Zugriff habe in meinem Job, in diesem Zug. Auf der F12-Taste kann man eine Bahnhofsdurchsage schalten, die, naja, es ist halt, die Bahnhofsdurchsagen sind für irgendwelche Bahnhöfe gemacht worden, bei irgendwelchen Anschlusszügen, die im Normalfall nicht zu deiner oder zu meiner Anlage passen, aber es ist halt, naja, ein nettes Hintergrundgeräuschchen, wollen wir es mal anmachen am besten. Das war die Durchsage. Auf der F13 kann man die Tür auf- oder zumachen vom Geräusch her. Das wollen wir auch gleich mal machen. Jetzt Tür auf. Ich glaube, das hat man nicht so gehört. Und jetzt machen wir mal die Tür wieder zu auf der F13-Taste, wenn ich das nicht gesagt habe. Auf der F14-Taste kann man die Ventilgeräusche erschallen lassen. Auf der F15 kann man die SIFA erschallen lassen. Auf der F16 kann man sanden. Ich schätze, man hört das wahrscheinlich nicht so deutlich. Auf der F17 kann man die Soundfunktion lauter machen und auf der F18 wieder leiser. Da kommen wir schon mal zu einem Punkt. Ich finde diesen Triebzug erst wunderschön. Fleischmann hat ihn gut konstruiert und ich finde, es ist einfach ein klasse Zug. Aber was mich ein bisschen stört, ist, dass der Sound verhältnismäßig leise ist. Erst habe ich gedacht, wo ich ihn angeschalten habe, ob ich irgendwie eine Hörschwäche entwickelt habe irgendwie. Aber dann habe ich meine V160, die im Hintergrund zu sehen ist, habe ich dann auch angemacht und musste feststellen, okay, ja, der T ist doch leise. Also ist relativ leise. Auch wenn ich mit der F17-Taste lauter machen will, tut sich jetzt nicht so viel. Das ist der Punkt, wo mich ein bisschen enttäuscht, dass der Zug sehr leise ist. Also man muss schon bei gewissen Geräuschen, wie beim Sanden oder so, richtig hinhören. Andere mögen das vielleicht, dass es nicht allzu laut ist, dass es die ganze Bude zusammenschallt, aber ich finde es nicht so prickelnd. Aber naja, so ist das halt. Dann wollen wir ihn mal langsam in Bewegung setzen, diesen Zug. Machen wir das mal ein bisschen realistischer. Lassen wir mal den Zugführer pfeifen, wenn ich es finde. Ah ja, F4 war das. Nee. Ich habe F14 gedrückt, F4. Dann machen wir die schönen Türen zu. Und dann wollen wir euch mal ein paar Impressionen über die Fahreigenschaften
zeigen dieses ICETs von Fleischmann. Das ist also der fünfteilige ICET, den man auch nennt, unter der Baureihe 415 in seiner Länge. Wollen wir mal ausmessen, wie lang er ist, wenn ich ihn als Baureihe 415 betreibe. Also Länge über Puffer von Spitze zu Spitze am besten. Dürfte er 83,5 cm lang sein. Also ordentlicher Triebzug. Wenn man natürlich ihn als siebenteilige Baureihe 411 Version fahren lassen will, dann müsste man halt nochmal ein Ergänzungsset kaufen mit zwei Wegen. Müsste man halt da nochmal 32,5 cm dazu rechnen zu der Gesamtlänge. Das ist die Grundversion hier, bestehend aus zwei Triebköpfen und einem Antriebswagen. Der Motor ist im Restaurant verbaut. Die Nummer dieses Grundsets von Fleischmann ist die 74-60-72 und gibt es, glaube ich, jetzt mittlerweile bei so ziemlich allen Modellbahnhändlern zu kaufen. Wenn nicht, bestellen Sie es bestimmt gerne für dich. Ansonsten gibt es ja noch die Erweiterungsset mit zwei Wegen. Ich habe dieses Päckchen hier ein bisschen unsanft aufgemacht, es wollte nicht. Das hier bestand aus einem zweite Klasse Mittelwagen und einem aus eine erste Klasse und zweiten Klasse Mittelwagen. Unglücklich gewählt, weil die 415 hat normalerweise kein kombinierter Wagen mit erster und zweiter Klasse. Es hat eigentlich bloß die 411. Gut, passiert. Die Erweiterungsset-Nummer ist die 74-61-02. An sich ein wunderschönes Modell. Ich kann mich wirklich nicht beklagen. Ich habe es auch schon einige Runden fahren lassen und er läuft sauber. Er läuft flüssig und rund. Wie gesagt, in meinem einen Vorstellungsvideo habe ich gesagt, dass die aktive Wagenkastensteuerung sich bei einem Triebkopf nicht wieder zurückgesetzt hat auf die Ursprungsposition. Ja, man kann das vielleicht auch noch ein bisschen deutlicher zeigen. Dazu müsste ich euch mal kurz hier rausnehmen. Achtung, das war jetzt ein bisschen laut. Und da lag eine Flasche auf dem Boden, super. Und dann wollen wir mal kurz ein bisschen hier, seht ihr das? Der Wagen geht in die Neige und der Pantograph oben, der bleibt stabil in der Mitte. Sollte er, na gut, er wackelt halt ein bisschen. Aber dass er beim Oberleitungsbetrieb immer an der Oberleitung bleibt und der Wagen sich neigen kann in die Richtung. Ne? Hier ist halt schön mit dem Ich bin Klimaschützer Gedöns drauf. Der Motorwagen oder auch das Bordrestaurant, was im 415 eigentlich ein Bordbistro ist. Gibt es keine Sitzplatzmöglichkeiten im Restaurantwagen. Ja, und jeder andere Steuerwagen. Dieser Zug heißt, wenn er zoomen will, vielleicht muss ich einfach mal auf den Zoom drücken. Will er? Nein, will er nicht. Nein, er will nicht. Naja gut, dann belassen wir das. Er heißt, muss ich selber mal ein bisschen näher rangehen, ich sehe das nicht. Güsto heißt er, genau. Jetzt habe ich es gesehen. Ja. Sehr zu empfehlen, und wenn ihr diesen Zug auch schon immer mal haben wolltet, jetzt ist er verfügbar von Fleischmann. Kostet zwar ein bisschen was, aber ich finde, es lohnt sich. Dann hoffe ich, euch hat mein Video gefallen und man sieht sich vielleicht noch einmal.
Wenn es euch gefallen hat, meine kleine Vorstellung, dann könnt ihr doch meinen Kanal abonnieren und vielleicht die Glocke klicken, dass ihr informiert seid, wenn ich mal wieder ein Vorstellungsvideo von einem Zug herausbringe oder ein Video über meinen Anlagenbetrieb. Oder ihr könnt euch genüsslich meine Short-Videos anschauen, wenn ich gerade ein bisschen was fahren lasse auf meiner noch nicht fertigen Baustellenanlage. Bis bald und auf Wiedersehen, euer MOBA Erfurt.